Hallo und zurück bei den Viehchroniken der NRW über 18 wieder hier. Wir gehen erstmal mit Nate hier raus, holen uns die Zeitung vom Vieh zurück. Hallo, hier raus. So, und dann hier hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir mit der Zeitung was anfangen können. Weil ich hatte nämlich, das ist mir gerade eben erst eingefallen, die Zeitung dem Vieh gegeben. Weil ich mit dem Vieh dann hier die Zeitung ihm geben wollte. So, Vieh. Vieh. Die Zeitung. Nate. Danke. Jetzt wieder runter. Das hier ist kein Zoo. Ach nein. Ja, ja, ja. Mit Nate muss ich runter. Lalalalalala. Wieso? Moment. Wieso klopft ihr denn jetzt an? Hey, willst du dir eine Meinung bilden? Ist die neue Ausgabe schon da? Nein, diese hier ist schon ein paar Wochen alt. Mist! Ich will endlich wissen, was meine Meinung zu den Trollen ist. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, weißt du? Okay, oder vielleicht auch nicht. Eine Ausgabe der Blattzeitung. Sie ist bekannt für ihre reißerische Berichterstattung und ihr blutrotes Logo. Und die kann ich jetzt natürlich auch nicht öffnen. Na. Pull it put. Kann ich mit dem Vieh eigentlich hoch? Nö. Kann ich mir hier irgendwas anschauen? Natürlich nicht. Toll, 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 toll. Was ist jetzt hier los? Der kleine Pinguin strampelt sich immer noch die Pfötchen wund. Okay, die sind auch wieder drin. Hä? Wo sind die? Na toll. Ich hatte gedacht, hier wäre jetzt irgendwas, was wir benutzen könnten oder so, aber dem ist leider nicht so. Kann ich mit ihr vielleicht mich unterhalten? Hallo. Sehr schwach. Zu Hause Hilfe. Hallo, Puklet hier. Warum kann ich die Flasche immer noch nehmen? Flasche. Ja, aber... Soll ich die wieder tauschen oder was? Und nu haben wir Glasflasche mit gelbem Etikett. Ja, und ich kann den Brandy immer noch austauschen. Ich verstehe das nicht. Ja, sie gibt es ihm wieder. Tja. Keine Ahnung. Was ist das überhaupt für ein Etikett? Das wollte ich eben schon wissen. Aber das Vieh verstehen wir ja nicht. Deswegen müssen wir uns einen Übersetzer holen. Nämlich Nate.
Vielleicht kann ich die Flasche ja irgendwie dem Mechaniker hier geben und dann irgendwie, weiß ich nicht. Aber dann hätte der Brandy eher mehr Sinn gemacht. Dann wird er besoffen wie der Pinguin. Hm. Mal ausprobieren. Oh, diese Überblendung. Da. Oh, toll. Immer noch dieselbe Flüssigkeit. Was soll's? Was steht denn auf dem Etikett? Boah, Apfelsaft, aber vergoren ist gar kein Ausdruck dafür. Ein Wunder, dass er sich noch nicht durchs Glas geätzt hat. Ahem. Okay, vielleicht. Vielleicht kann ich ihm das zum Trinken geben. Moment! Was ist das für eine Zeitschrift? Verdammt nochmal. Nein, kann ich nicht. Reinige das Fenster. Mit Apfel. Ach, natürlich, vergorener Apfelsaft. Ja, was wird? Natürlich, Essig. Essigreiniger. Der Saft ist schon beinahe Apfelessig. Ja. Sollte selbst gegen diese Verschmutzung helfen. Aha. Und womit macht er das jetzt? Mit dem Finger? Und schon hat man ein sauberes Fenster. Schön. Und was bringt mir das? Es wird nicht lange dauern, bis das Fenster wieder von Öl und Ruß verdreckt ist. Aber bis dahin kann man die fantastische Unterwasserwelt genießen. Ich sehe Wasser. Toll. Super. Er sieht Wasser. Wo ist eigentlich der Typ, der eben da im Eis versunken ist? Der muss doch hier auch irgendwie zu sehen sein. Es wird nicht lange dauern, bis das Fenster... Ich sehe... Ja. Es wird nicht lange... Ich sehe... Ja, super. Ach, Mann. Ich spreche besser nicht mehr als nötig mit ihm. Ansonsten kommt ihm noch in den Sinn, mir Praktikantenarbeit aufzudrücken. Ich spreche besser nicht mehr als nötig... Ja, doch. Da steht ein dicker Maschinist an meiner Kaffeemaschine. Ich kann so nicht arbeiten. Ein ziemlich gewaltig... Ja, und ausgerechnet in dem Moment, wo ich ziehen will, dreht er sich um. Was? Ich... Entschuldige. Komm, ist gut. Das Bullauge kann ich mir nicht angucken. Hier unten kann ich nichts anlegen. Ah, Mann, oh. Wieso kann ich mir nichts angucken? Ja, und da? Das sieht verdammt kalt aus, das Wasser. Ja. Ich wäre da nicht schwimmen gegangen. Sieht verdammt kalt aus, das... Ah, okay. U-Boote wurden erst vor wenigen Jahren erfunden. Jemand dachte wohl, es reicht nicht aus, auf dem Land, in der Luft und auf dem Wasser. Eine relativ kleine Luke. Ich schätze, dass sie für Treibstoff oder Versorgungsgüter gedacht ist. Ja, deswegen einfach das Vieh mal benutzen. Nein, das geht nicht. Das Vieh. Kann ich nicht das Vieh damit benutzen und dann lenke ich die Wache ja ab? Das wäre doch zu einfach. Es ist kaum zu glauben, dass diese Fellknäuel etwas so Wunderbares wie den Herzkristall erschaffen konnten. Ich werde zu ihrem Andenken eine Statue aus purem Gold in die Hauptstadt meines Reiches stellen. Hey, Vieh. Ich habe euer Herz gesehen. Es sieht fantastisch aus. Wo habt ihr das nur her? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Man wird mir Kisten über Kisten voll Gold dafür geben. Würde man, wenn ich es verkaufen würde, meine ich. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Schließlich braucht ihr es. Hä? Ich will rausbekommen, was der Maschinist vor mir geheim halten will. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ach ja. Mein Plan ist folgender. Ich klopfe an die Tür. Er versteckt, was immer er verstecken will. Doch während er das tut, schaust du von außen durch das Bullauge. Ah. Ich weiß auch, dass das kalt ist. Aber vielleicht hilft uns das, den Maschinisten loszuwerden. Ach nun komm schon. Es geht um Layla und das Herz. Natürlich. Ausgezeichnet.
Natürlich, deswegen haben wir das Bullauge sauber gemacht. Aha. Und los geht's. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Vieh, hinein. Der ist tatsächlich hineingesprungen. Mutig. Aber bei dem Fell... Aha! Jetzt sagt er auch eintreten, auch nicht schlecht. Was gibt's? Nichts weiter. Ja, aber Nate hat es doch gar nicht gesehen. Untersuche die völlig unauffällige Stelle. Nate hat es nicht gesehen, sondern nur das Vieh. Das heißt, wir hätten jetzt nochmal hochgehen müssen und mit dem Vieh reden müssen. Das ist ein Hoffentlich bisschen... hat das Vieh gesehen, wo der Maschinist sein dunkles Geheimnis versteckt. Ich sollte es fragen. Na! Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Das wäre jetzt... Oh Gott, dem Vieh ist kalt. Das wäre jetzt unlogisch gewesen, aber... Ich zieh meinen Hut. Gut gelöst. Gut gemacht. Und, was hast du gesehen? Na nun reiß dich doch mal zusammen. Du hast dickes Fell und alles. Frob? Ich glaube, mir ist gerade eine Schwachstelle in meinem Plan aufgefallen. Ein Kabel? Ein Seil? Ein Rohr? Er hat die Sachen also hinter einem der Rohre versteckt. Na also, war doch ganz einfach. Was immer er versteckt, es ist ihm wichtig und er will nicht, dass jemand davon erfährt. Das könnte mir weiterhelfen. Erpressung. Sehr schön. Ich hoffe, dem Vieh wird's gleich wärmer. Also wieder runter. Rauf, runter, rauf, runter. Kennt der Leiter rauf, Leiter runter? Moment! Jetzt hat er wieder gar nichts gesagt. Ah, faszinierend. So, dann gucken wir mal. Dann wollen wir doch mal sehen. Ach komisch, aber das sieht er nicht. Schmuddelheftchen. Mit Gnomen und Erdwichteln? Kapier ich nicht. Aha. GGW. Gnomes gone wild. Erdwichtel zeigen alles. Und noch ein paar andere Heftchen. Eine genauere Beschreibung spare ich mir. Scheiße. Ja, und nü? Es war nicht einfach, die Heftchen zu finden. Ja. Wenn ich sie ihm zurückgebe, sucht er sich nur ein neues Versteck. Ja, ich dachte, man hätte ihn irgendwie bestechen können oder so. Aber okay, dann wollen wir mal sehen. Raus geht's. Was zum... Wo sind denn... Hehehe. Rein geht Taktik. Er sagt nichts. Okay. Würde ich den Maschinen. Ah, okay. Mit Formularen, Berichten, Anhörungen. Vielleicht kann ich das alles irgendwie verkürzen. Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der Heftchen ankreiden, würde das bestimmt eine bürokratische Lawine auslösen. Mit Formularen, Berichten, Anhörungen. Vielleicht kann ich das alles irgendwie verkürzen. Wo ist eigentlich meine normale Zeit? Hier ist ein Einstieg, aber der ist viel zu klein für mich. Naja. Aber für das Vieh. Heißt also, ne? Wir müssen das Vieh da irgendwie reinkriegen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Können wir dem gar nicht geben. Scheiße. Na gut. Dann bleibt ja nur noch einer über, dem es gefallen könnte. Mach dir mal ein paar warme Gedanken hier. Jawohl! Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der Heftchen ankreiden, würde das bestimmt eine bürokratische Lawine auslösen. Mit Formularen, Berichten, Anhörungen. Vielleicht kann ich das alles irgendwie verkürzen. Super. Super, super, duper. Nee. Also muss es doch da unten irgendwas geben.
Weil er hat... Er weiß ja, dass es... Ja, kannst eintreten. Der weiß, dass es nicht mehr da ist. Und bestechen kann ich ihm nicht damit. Ich kann mich auch nicht mit ihm unterhalten. Kann ich vielleicht jetzt den Hebel ziehen? Was fällt dir ein? Naja. Ich... Entschuldige. Umdrehen. Weitermachen. Torpedorohr. Ein ziemlich gewaltiges Torpedo. Ja. Ein ziemlich gewaltiges Das Rohr scheint durchs ganze Ich weiß nicht, was... Hier ist ein Einstieg, aber der ist viel zu klein für mich. Toll. Soll ich die Zeitung vielleicht woanders verstecken? Wirf die Schmuddelheftchen ins Rohr. Oh. Warum sagt man mir das nicht sofort? In Ordnung, ich werfe sie so weit nach hinten, wie es geht. Okay. Entschuldigung. Was ist denn? Da liegen so Hefte im Torpedorohr. Ich kann nicht genau erkennen, was das für welche sind, aber die gehören da doch bestimmt nicht rein, oder? Hefte? Soll ich reinklettern und sie rausholen? Nein, das mache ich selber. Wegtreten! Ja, ja, okay. Aber mach bloß nicht die Klappe zu! Die Klappe zu machen? Von mir aus? Nein! Zudrehen! Bloß nicht den Knopf! Diesen Knopf? Ah. Und tschüss. Hättest deine Praktikanten halt anständig bezahlen sollen. Da-da-dam! Da-da-dam!